Mein Ziel ist es, auch in den nächsten Jahren der Bäcker mit guter Qualität hier vor Ort zu sein. Mein Name ist Uwe Wichmann. Ich bin Bäckermeister und Konditor. Ich bin 59 Jahre alt und bin Inhaber der Bäckerei Kaffee Wichmann in Geestensede. Mein Betrieb ist gegründet worden 1967 von meinen Eltern in Frehelsdorf. 1980 sind wir nach Geestensede gekommen. Da haben wir dieses schöne Gebäude neu gebaut. 2000 habe ich dann dieses Unternehmen übernommen. Ich arbeite seit 10 Jahren mit meinem Sohn Jan zusammen. Jan verantwortet die Backstube in fast Eigenregie. Ich arbeite mit und es macht sehr viel Spaß. Ich habe einen Standort in Geestensede. Des Weiteren habe ich noch einen Wochenmarktstand in Geestemünde am Mittwoch und am Samstag. Ja, wir arbeiten mit hauseigenem Natursauerteig und wir arbeiten mit langen Teigruhezeiten, mischen alle Körnerbrote, Brötchen, alles selber und haben dadurch bis zu 25 Brötchensorten im Angebot. Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter, die sehr engagiert bei mir im Betrieb mitarbeiten, die mich sehr unterstützen. Einige Produkte, wo ich auch stolz drauf bin, allen voran Zitronenrolle, unser Aushängeschild oder eben unser Ciabatta, was es am Wochenende gibt, mit leckeren Oliven, Feta-Käse, einfach lecker. Die Nähe zum Kunden ist das persönliche Gespräch, zuzuhören, was der Kunde möchte und nach Möglichkeit ihm auch seine Wünsche zu erfüllen. Die Beko Bremerhaven ist für mich als kleine Bäckerei ein ganz wichtiger Partner. Er versorgt mich mit Rohstoffen, die schwer zu bekommen sind. Die Beko begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich bin schon als Kind mit der Beko bekannt gewesen.